Die Zahl im Landkreis Esslingen musste erst wieder stabil werden von den Covid-19-infizierten Personen. Wir haben jetzt eine einigermaßen stabile Zahl über 2-3 Wochen hier im Landkreis Esslingen von den Neuinfizierten. Und somit geht eine geringere Gefahr für unsere ehrenamtlichen Helfer, die dort zum Einsatz kommen bei den Helfer-Fortsystemen. Können wir davon ausgehen, dass das der Fall ist. Aber wir können es nicht zu 100% ausschließen. Wir werden analog wie der Rettungsdienst. Bei jedem Einsatz werden unsere Helfer die sogenannte FFP2-Maske zu ihrem Schutz tragen. Sollte ein Verdacht auf Covid-19-Infektion, eine bestätigte Covid-19-Infektion oder eine bewusstlose Person angetroffen werden, werden die Helfer zusätzliche Schutzkleidung anlegen. Das ist so ein sogenannter Infektionsschutz-Overall oder ein Infektionsschutzkittel, der vom RKI vorgeschrieben ist. Zusätzlich werden sie Schutzbrillen und wie immer auch Handschuhe tragen. In diesem Fall dann 2 Paar Handschuhe. In den Ortschaften, wo es Helfer-Vor-Ort-Systeme gibt, wird der Helfer vor Ort wieder angeboten werden und der Dienst aufnehmen. Man kann nicht davon ausgehen, dass wir jeden Einsatz abdecken können, weil wir jetzt auch in der Zeit weniger Helfer uns zur Verfügung stehen, weil Helfer, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, Feuerwehr, Rettungsdienst, Krankenhaus, Altenpflege, scheidet jetzt erstmal schon aus bei den Einsätzen, weil man die Leute nicht bei unseren Einsätzen verheizen möchte, wenn sie irgendeine Infektion oder sowas abbekommen, dass sie für ihren Arbeitgeber nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir haben uns jetzt mit allen Verantwortlichen von den Systemen so verabredet. Wir haben die sogenannte 50 Infektionen in 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Die Zahl haben wir als Hemmschwelle genommen. Sollte die Zahl aus dem Ruder laufen von den 50 infizierten Patienten im Landkreis, würden wir kurzfristig eine telefonische Konferenz machen und uns verabreden über weitere Maßnahmen, wie wir mit dem First Responder-System im Landkreis umgehen. Die Änderung im Einsatzablauf ist wie folgt: Wenn der Helfer fort alarmiert wird, wir besetzen das Einsatzfahrzeug nach wie vor. Die einzigste oder Mitvorgabe ist, dass nur noch mit einem Einsatzfahrzeug ausgerückt wird und wir nicht mehr mit Privatfahrzeugen zu einer Sammelstelle oder zum Einsatz fahren. Wenn wir im Einsatzfahrzeug sind, bekommen wir über unseren 4-Meter-Funk von der integrierten Leitstelle Esslingen Rückmeldung, ob ein positiver oder ein Verdacht auf Covid-19 vorliegt oder ob diese Abfrage negativ verlaufen ist. Bei der Ankunft am Einsatzort wird sich der führende Helfer, bei uns der Helfer 1, wie wir ihn immer nennen, wird sich ein erstes Bild über die Lage schaffen, wird die Angehörigen nochmal abfragen, ob es irgendwelche Aufenthalte in Risikogebiete gab, eventuelle Aufenthaltsgebiete außerhalb Deutschlands oder ob der Patient irgendwelche grippeähnliche Symptome hat, Fieber, Husten, Schnupfen, gegebenenfalls Durchfallerkrankungen, ob eventuell Geschmacksstörungen vorliegen oder Geruchsstörungen. Sollten diese alle negativ sein, werden die Helfer an den Patienten herantreten, werden die gleiche Abfrage beim Patienten wieder machen. Und wenn alle Abfragen negativ sind, werden wir mit unseren ganz normalen Basismaßnahmen beginnen. Was halt jetzt der Fall ist, bei den Einsätzen entstehen höhere Kosten. Wir werden ja nicht von einem Kostenträger, der Krankenkassen oder sowas, die Einsätze, das Material, das wir verbrauchen, ersetzt bekommen. Jede Helfer-Vor-Ort-Gruppe hat jetzt mehr Aufwand für die FFP2-Masken, gegebenenfalls für die Schutzbrillen, Schutzanzüge oder Schutzkittel, wo sie beschaffen müssen. Das sind mehr Kosten von fast ca. 30 Euro bei einem normalen HVO-Einsatz, wo ein Covid-19-Verdacht oder bestätigter Covid-19-Patient angetroffen wird. Es wäre vielleicht schön, wenn die eine oder andere Firma oder Person hier im Landkreis uns mit irgendwelchen Sachspenden von Masken, Schutzanzügen, Schutzkleidung, Schutzkittel oder so unterstützen könnte.